Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play Serena. Und ja, wie wir hier bemerkt haben, haben wir Must keep looking. ja nicht nur einen neuen Part, sondern werden auch gezwungen weiterzusuchen. Und das machen wir natürlich auch. Guck mal, Could wieder you die take this Kiste. out and beat it, love? It's getting a bit dusty. Da war scheinbar auch noch It's alles one of the okay. few decorative things here. We weren't much of homemakers, either of us. Ja, die haben sich nicht so besonders drum geschert um die I Inneneinrichtung. Das war remember denen us egal. washing it properly in the lake many summers ago. Ja, Once. sonst. Dann suchen wir mal weiter. Ah, wir haben noch gar nicht geguckt. Jetzt, wir müssen noch mal kurz zurück. Wir müssen doch schauen, ob wir Is jetzt there die Truhe anything finden. worse than beautiful memories turning to dust? Ja, gibt's was Schlimmeres als schöne Erinnerungen, die sich zu Staub I einfach feel like I verstauben? don't even have the strength to lift the lid. Und wir sehen hier im Hintergrund auch diesen Staub, als würde gerade irgendwas brennen. Und ja, das sind unsere Gedanken scheinbar, die niederbrennen, oder? Oder? Wir sind auf jeden Fall noch nicht bereit, diese Kiste zu öffnen und suchen daher As weiter. always, I automatically went to the window side and she took the one by the armoire. Some of her scent still lingers. Ja, er hat immer die Fensterseite genommen und sie die andere dann quasi. Quietsch. Da haben wir schon geguckt. Können wir jetzt den Schrank I know vielleicht it's my öffnen? general state of mind, but I feel even more depressed near this armoire. Guess I can't shake off the memory of my sweet Serena trying on her various garments. Er fühlt sich also nicht wohl in der Umgebung. Dann würde ich sagen, wollen wir ihn auch nicht weiter belasten und gucken hier drüben. I don't care how much it hurts. I just have to know. Ja. How long has it been, I wonder? I can't tell. And I miss her so much. Ja, vermisst sie auf jeden Fall und die Uhr hat sich scheinbar nicht bewegt, That oder? Ticking. It never stops. Ja, es hört nie auf zu ticken. Noch mal ein bisschen schmökern. Hat sich hier irgendwas verändert? A radiant cover image on this one. Hardly much consolation. We seem to take fewer and fewer walks as the years went by. Everything around here is so familiar. How could I possibly forget the color of her hair like that? Even for a moment. I never noticed it before, but there's a tiny crack in it. Well, it's a hairline fracture. Dearest, how do I say any of this? And then you toppled us on the snow. Ja, den Rundgang haben wir gemacht, jetzt irgendwie nichts Neues entdeckt. Von daher alles gesehen, nichts Neues erlebt. Das heißt für uns wieder. Rückzug. Hui, da quietscht es. Das macht mir Angst. Sieht aus, als würde da jemand gucken, ne? Dreckige Fenster. All those moments we sat at this table, laughing, smiling, or simply looking in each other's eyes. Will we have them again someday? Ja, werden sie jeweils wieder zusammen am Tisch sitzen, lachen oder einfach nur sich gegenseitig beobachten? Ja, kommst du wieder? Oh, jetzt guckt es aber doch ein bisschen grimmiger als vorher, kann das sein? Oder kommt mir es nur so vor? It's different. Nee. But that just... It can't be different. Natürlich wusste ich, dass sie jetzt ein bisschen anders guckt, weil ich das ja wie gesagt schon mal gespielt habe, aber vorher ist mir der Unterschied wirklich nicht sonderlich aufgefallen. Die hat nie wirklich glücklich geguckt. Am I going mad? Ja, werden wir verrückt? Somehow she looks sadder than I remembered.
Could I really have been so wrong about that night? Ich weiß es nicht. Wir suchen auf jeden Fall weiter. This table has seen many happy times. The meals we shared, or when we just used to stay up late with a bottle of wine and talk. Oh, how we talked. Most of the books are mine, but all of hers are still here, too. Ja, ihre Bücher sind auch a lot of rarities and special editions here. Viele Seltenheiten und spezielle Editionen. You didn't lend out my Necronomicon, did I? No, no, of course not. Of course not. Okay, nicht viel Neues, nur die Texte ein bisschen anders. Dann wollen wir mal gucken, was der Sessel dieses Mal sagt. The most comfortable spot in the cabin. Well, along with the bed, of course. Okay, keine neue Erinnerung am Sessel, das ist schlecht. I can imagine her cuddling up to me even now, putting her hand under my shirt. Oh, jetzt wird's aber, ich muss weg. Hier können wir immer noch nichts machen an dem Brand. Sieht aus, als würden die jeden Moment brechen, diese Holzdinger. I should clean the cabin. As a surprise, perhaps. Yeah. Better wait until she gets back. Ja, sauber machen müssen wir jetzt nicht. Wir müssen erst mal rausfinden, was hier war. Kinder haben sich immer noch nicht verändert. Es sind wahrscheinlich nicht ihre Kinder, weil er hat auch nichts erwähnt davon, dass sie Kinder haben und in dem Brief mehr etc. Wow. Musst du immer so knirschen, Mann. Das macht mein Herz hier, ne? I should really stay. I'm so tired anyway. Okay, wir sollten hier bleiben. Jetzt ist er aber nur noch müde und will scheinbar nicht unbedingt was rausfinden. Dann gucken wir uns wieder. Time works differently in the other world. Ja. Years passed, no tears fell, no death knell. Reached the golden shores. Day. Was steht denn da? Here dwelt once mortal and god, oisin of flesh, name of the fae. Till reason's life, what disarray, probe through imaginary shell. Ah, das hat man schon. Also scheinbar kein neues. Kam mir aber am Anfang so neu vor. Kann man jetzt öffnen? What once gave me so much joy, now fills me with unbearable sorrow. We found this trunk at a flea market. We used to love rummaging around those in our big enough for a lifetime of mementos. We hated guns, so we never had any, even out here. But this would have been a good place to keep one, since it can be locked. Ah, wäre ein guter Platz, um eine Waffe zu verstecken. Was wartet da? We found this trunk at a flea market. We used to love rummaging around those in our early. I always resisted the temptation to sweep things under there when it was my turn to tidy up. Hat gern die Sachen beim Saubermachen drunter versteckt, der Schlimme. The rug's all crooked again. Can you help me straighten it out? And no trap door under there, just more creaky floor. What's the matter with me? I can't seem to remember even ordinary things. When was the last time we made love? Ja, wann hatten Sie zum letzten Mal Sex? Kann ich auch nicht sagen. Ist bei mir auch ein bisschen her. Maybe if I go to sleep, I will wake up, and there she'll be, arms wrapped around me, the warm and passionate touch of her lips. But I can't sleep. It feels as if I've been awake for ages. Ja, er kann nicht schlafen. So ist das mit den Gedanken. Nichts Neues im Westen. Hopp. My light's busted again. Can I come over to your side and read? Ja, du kannst gern zu mir rüberkommen und lesen. Let's face it, her reading material was shallow, to say the least. Be honest, does this dress show too much cleavage? I want only one pair of eyes on me. How I miss her naked back when she was standing by this armoire. The perfect curve of her neck. Her firm bottom. Ja, auch schöne Rücken können entzücken. Maybe later. There's nothing of interest inside the closet anyway.
Okay, ich gehe ja schon. Mann, du bist aber auch. Da will ich hin. Die Uhr ist immer noch I've wasted so much time in my life. Did I ever take a break to show her how much I truly cared? Gute Frage. Hat er ihr jemals gezeigt, wie viel sie ihm bedeutet hat? That incessant noise! I should smash this useless antique to pieces right now! Oh, die Stimmung ändert sich. Er wird aggressiver, die Musik regt mich wieder zu sein. Sunlight, birdsong. Nothing feels worse when there's no hope. No chance of anything. Ja, wird fast ein bisschen traurig, ja? Ihr müsstet mal meine Gänsehaut spüren. Das ist wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr beim Gucken auch Gänsehaut habt, aber die Musik auf den Kopfhörern mit den dramatischen, das ist schon. The light is so dim here. Means we wanna chop down every tree outside. How could I have been so blind? Her vanity. Always fixing her hair before bed. Doting on her hair like a child. But I'm being unfair. Would I have wanted her to be some frump? Ah, I'm too angry to even care. I can't even bear to look at my face. She's really done a number on me. She never descended to criticizing my looks, though. Even when we fought, even when my hairline started going, it was a sore point for me. She's angry now. Part of me realizes I should be more shocked by this, but for some reason, I just feel numb, beyond it. Mm-hmm. She was lying to me and manipulating me all the time. Why did I let her do that? Ja, warum hast du dich von ihr verarschen lassen? I'm the one who should have been scowling. She played me like a harp and made me look like a complete idiot. All of this, these pathetic souvenirs from our relationship, they're all lies. Alles Lügen, Fragezeichen. Ja, wir merken, unser Hauptcharakter wird ein bisschen sauer, ein bisschen böse, wütend, angry. Und ja, was haben wir? Haben wir was mit der Frau gemacht? Ist sie abgehauen? Haben wir sie umgebracht? Ist sie verschwunden? Gab sie nie? Dies und viele weitere Fragen beantworten wir dann im nächsten Part. Bis dahin, einen schönen Tag und ciao. Power strong.